Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir mit euch drei Drehmomentschlüssel anschauen. Einer Preissegment 20 bis 30 Euro. Genau, kriegt ihr so auf Amazon, eBay 20, 30 Euro. Dann haben wir hier ein, also das war ein No-Name-Produkt, dann haben wir hier ein Goodyear von 50 bis 70 Euro ungefähr, ja. Je nach Anbieter. Und hier die Königsklasse Stahlwille liegt bei 270 bis 280 Euro. Was die drei Drehmomentschlüssel so miteinander oder untereinander unterscheidet, das zeigen wir euch in diesem Video. Und jetzt kommt das Intro. Und da sind wir auch wieder. Ich habe heute meinen Bruder an meiner Seite, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen und den kennt ihr wahrscheinlich auch. Der hatte nämlich im letzten Video mitgespielt gehabt. Was haben wir da gemacht? Reifen gewechselt oder Räder gewechselt. Ja, Reifen oder Räder gewechselt. Und dort kam auch der von Stahlwille zum Einsatz, der Drehmomentschlüssel. Und wir haben jetzt mal einfach drei Stück zusammengetragen. Wie bereits schon erwähnt, ein ODM-Produkt, eine Mittelklasse und eine Oberklasse. Und wir wollen heute mal gemeinsam mit euch alle drei Produkte mal genauer ansehen und sagen, wo die Unterschiede sind. Ne? Mit was wollen wir anfangen? Beim günstigsten, oder? Am günstigsten, genau. Beim No-Name quasi. Schieben wir die mal beiseite, oder? Genau, das packen wir. Kannst du ruhig liegen lassen. Fangen wir einfach mit dem No-Name-Produkt an. Den habe ich mir mal vor, ich weiß es nicht, oh, der ist schon 10 Jahre alt, gekauft auf dem Discounter. Und ich kann euch sagen, was mich bei diesem, also ich habe den jetzt bis letztes Jahr noch verwendet gehabt, was mich aber hier extrem stört, ist diese Skala hier. Ich konnte das nie richtig lesen und ich glaube, ich habe auch immer plus minus 10 Newton gehabt. Und das ist ja nicht der Sinn eines Drehmomentschlüssels. Ne? Ich weiß nicht, hast du nicht auch so einen gehabt mal von Papa oder so? Nee, das ist, doch Papa hat auch so einen, den ab und zu verwendet. Der hier in der Mitte, das ist meiner tatsächlich. Das ist auch mein erster Drehmomentschlüssel. Okay, das heißt, bei diesem hier, also wie gesagt, die Skala gefällt mir nicht, also das einzustellen. Und wir haben hinten, wir müssen das Ganze entspannen. Das wusste ich auch noch nicht bis dato, weil es befindet sich ja hier eine Feder. Warum, weshalb? Das ist aber noch nicht das Entspannen. Was ist denn das Entspannen? Das ist nur die Sicherung, dass du es nicht verdrehen kannst. Das Entspannen ist, den Drehmomentschlüssel komplett wieder auf Null drehen. Auf Null? Ja, du musst ihn wieder runterdrehen komplett. Und das machen wahrscheinlich die wenigsten von euch. Jetzt ist er entspannt. Genau, den Drehmomentschlüssel auf Null drehen, weil da drin befindet sich eine Feder. Und wenn die ganze Zeit auf diese 130 Newton eingestellt ist, verliert sie ja irgendwann ihre Kraft, wenn die jetzt 20 Jahre im Regal liegt. Und dementsprechend stimmen die Newton-Angabe nicht mehr, ne? Das heißt, er ist nicht mehr abkann. Das heißt, man anstatt 120 Newtonmeter 130 hat oder anstatt 120 110. Und ist natürlich die Frage, ob das in dem Bereich dann ist, wo dann eben die Schraube noch hält oder ob die Schraube dann schon kaputt geht vielleicht. Genau, und du sagtest ja auch mal zu mir, dass der Drehmomentschlüssel von der Norm her 4 Newton Abweichung haben darf. Kommt drauf an. Also die meisten liegen ja, glaube ich, so im Bereich 3% plus minus oder 3 Newton Meter plus minus. Mhm. Das ist immer so die Angabe vom Hersteller. Die meisten liegen da tatsächlich drunter eher. Mhm. Aber es kommt auch drauf an, in welchem Bereich. Ne? Das sind so klassische Drehmomentschlüssel, die haben einen weit gefächerten Bereich von 20 bis 210 Newton Meter beispielsweise. 210 können wir einstellen, ja. Genau. Okay. Das ist ein Nachteil und natürlich haben wir auch hier eine Verlängerung mit dabei und drei, vier, ein Adapter hier. Und dann haben wir hier noch eine Nuss, eine 19er und meistens ist da auch eine 17er. Ne? Genau. Das ist eine 17er wahrscheinlich. Die habe ich mir nämlich hier auch mal ummantelt, weil was passiert, wenn ich einen Drehmomentschlüssel ansetze, zack. Ich hau mir eine Macke in der Felge rein, wenn ich dagegen ditsche. Ne? Ja. Ist leider bei diesem No-Name-Produkt nicht ummantelt. Bei hochwertigen gucken wir uns gleich mal an. Die sind nämlich ummantelt. Das ganze gute Stück kostet hier, was habe ich damals bezahlt? Ich glaube 20, 25 Euro. So liegen die im Preis. Ja. Ist aber auch kein deutscher Hersteller. Nicht made in Germany. Ne? Hersteller, nein, steht hier Dai Yang, was weiß ich. Ja, für China. Chinesischer Hersteller. Gut. Aber ich denke, also ich habe den jetzt 10 Jahre in Gebrauch gehabt und ich habe noch nie einen Reifen verloren. Ja. Oder ein Rad hat bis jetzt auch immer ganz, ganz gut funktioniert. Das nächste Modell ist von Goodyear. Da kann ich mich dran erinnern, das habe ich dir zu Weihnachten geschenkt. Genau. Vor 2 Jahren, glaube ich. Ja. Wo ist der Unterschied zwischen diesen und diesen? Achso, dann hätte ich den jetzt gar nicht zumachen brauchen. Kannst du ruhig auflassen? Genau, lassen wir ruhig auf. Jetzt kommen wir zum nächsten. Das ist der Mittelklasse, 50 bis 70 Euro ungefähr, ne? Genau. Je nachdem, wo man sich das Ganze einkauft. Übrigens werden wir euch mal alle Produkte unten in der Videobeschreibung verlinken, via Amazon, da könnt ihr auch noch die Rezension durchlesen. Den habe ich dir vor 2 Jahren mal zu Weihnachten geschenkt. Nee, vor einem Jahr. Okay, vor einem Jahr. Genau, den hattest du mir zu Weihnachten geschenkt. Bist du weit zufrieden damit?
Doch, ich bin mit dem zufrieden soweit. Grob kann man ja einfach mal auf den eingehen im Vergleich zu dem günstigeren, der ungefähr die Hälfte kostet. Der hier hat eben einen gummierten oder so Plastikgriff, das macht das schon mal ein bisschen griffiger, ist auch deutlich dicker, ist angenehmer zu greifen eben als bei dem hier, das harte Metall. Der funktioniert auch mit einer Feder, der muss also auch wirklich entspannt werden. Das ist schon eine Skala-Einheit 0, ne? Genau, die Skala ist deutlich besser abzulesen, auch mit dem roten Strich hier einfacher zu bedienen. Und gesperrt wird er, indem man dann unten den Griff reindrückt bzw. rauszieht. Machst du das mal vor? Genau. Musst du dann natürlich, wir machen jetzt einfach mal auf, gehen wir mal 50 hier, 50 Newtonmeter, gehen wir auf die 9. Das ist viel, viel einfacher abzulesen. Ne? Und dann drückt man den hier so rein. Dann ist der schon, okay, arretiert. Genau, okay, genau. Eben sonst wieder rausziehen kann man. Aber auch diesen muss man wieder auf 0 stellen, ansonsten verweicht das Ergebnis irgendwann nach Jahren. Genau, sonst wird die Feder eben dauerhaft belastet und wir drehen ihn auf 0. Und dann passt kommt das. Auch in dieser Kunststoffbox, also eigentlich sind alle drei in einer Kunststoffbox geliefert. Genau. Hier haben wir auch wieder eine Verlängerung in ein schön blau eloxiert. Gefällt mir ziemlich gut. Ein bisschen Tuning-Optik. Ne? Hier haben wir auch zwei Nüsse. Und auch diese Nüsse sind nicht ummantelt. Ne? Nee, nein. Da haben wir eine 19er und auch wieder eine 17er, gehe ich mal von aus. Ja. Ja. Fazit, also was würdest du jetzt, wem würdest du den Zuschauern empfehlen? Den Goodyear oder den No Name? Kostet ja das Doppelte, kann man quasi sagen. Ne? Ja. Aber in dem Preisbereich dann eher den Goodyear, weil der, was natürlich schade ist, dass die Nüsse wirklich nicht ummantelt sind mit Kunststoff, das ist, müsste man halt nochmal gucken, ob man vielleicht in andere Nüsse dafür sich zulegt. Da gibt es Sets so für 20 Euro, wobei man dann auch wieder 20 Euro höher ist. Du kannst auch ganz einfach die Variante nehmen, Isolierband, ne? Und ummantelst den und dann passt das auch. Ne? Ja, ja. Aber rein von der Skala und von dem Entsperren, das ein bisschen einfacher ist und von dem Griff her, würde ich eher den für eben das Doppelte wie den günstigen wählen. Macht dann auf Dauer doch mehr Spaß, wenn man den schon ein, zwei Mal im Jahr benutzen will. Dann ärgert man sich sonst über den. Der funktioniert auch, aber der ist für das bisschen Geld schöner doch. Genau, das bin ich auch der Meinung. Jetzt kommen wir nochmal zur Königsklasse. Der liegt hier bei 270 Euro. Und der ist vom Preis her der teuerste und somit eigentlich auch der bessere, ne? Alle drei Produkte sollte er jedenfalls sein. Ich sehe schon, hier können wir nichts drehen, das ist hier ein kleiner Hebel. Ne? Willst du dir mal erklären, wie das Ganze funktioniert? Ich sehe auch hier haben wir auch wieder eine Verlängerung drin und das Tolle, wir haben auch hier eine 17er und eine 19er Nuss und man sieht, die sind kunststoffummantelt. Ne? Bei den meisten kann man die Ummantelung abnehmen. Nee, kann man nicht. Auf jeden Fall ist der Kunststoff ummantelt. Und das Schöne hierbei, die Kunststoffummantelung geht komplett über die Nuss rüber. Das heißt, wenn wir gegen die Alufelge schlagen, hauen wir uns keine Macken rein. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Ne? Und es sind Kraftnüsse. Also die kannst du auch in Schlagschrauber entspannen. Genau, das kannst du nämlich bei diesen nicht. Ne? Ja, nee, das geht bei den anderen nicht. Genau, die sind nämlich jetzt nicht für den Schlagschrauber gedacht. Ja. Aber dazu kommen wir später nochmal. Willst du kurz welche Unterschiede erklären? Welche Kamera am besten? Hältst du in diese? In diese? Na, warte mal, hier ist die Kamera, hier so. Hier ist ach so, die. Okay, gut. Also wir haben bei dem von Stahlwille, bei dem Drehmomentschlüssel einmal hier unten, anstatt dass man drehen muss, haben wir hier einen Hebel, den man runterdrücken muss. Den drückt man am besten mit dem Daumen einfach runter. Dann haben wir hier eine Skala, so ähnlich also wie bei dem, bloß dass man hier eben einen Schieberegler hat und damit den Newtonmeterwert einstellt. Und haben hier eine Lupe zur besseren Ablesbarkeit und unten oben zwei Zeiger. Und darüber können wir den eben einstellen. Der Daumen am besten hier eben auch wieder drauf. Ist extra so eine Mulde drin quasi. Kann man darüber super einstellen. Und bei dem entfällt das Entspannen. Das braucht man nicht, weil hier keine Feder drin ist. Da hat Stahlwille ein Patent drauf. Wie das genau jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Hatte ich jetzt auch auf kurze Recherche nicht herausfinden können. Auf jeden Fall, aber trotzdem sehr beeindruckend. Und, das heißt, Bedienung ist sehr, sehr einfach. Ja, sehr einfach. Ich quasi genauso einfach wie vom Goodyear. Nur hier entfällt die Entspannung. Ne? Genau. Was es mir noch hier auffällt ist, hier oben, wir haben hier einen Druckknopf, sprich die Verlängerung. Die kann nicht einfach rausfallen, die ist wirklich fest, wenn du dran ziehst. Ja. Das ist bei diesem hier von Goodyear nicht. Ne? Nee, das heißt, du steckst den drauf und du kannst den auch, der fällt auch wieder ab. Ne? Ja, richtig. Das heißt, wenn du den wirklich ganz, ganz oft benutzt, kann es sein, dass die Verlängerung oder die Nuss mal runterfällt. Das ist auch so ein bisschen ausjuckelt. Ja. Und das ist bei diesen hier nicht genauso das gleiche Prinzip, wie wenn du die Nuss raufsteckst. Ne? Du musst erst hier den kleinen Ponöpel reindrücken, zack. Dann musst du auch einrasten und dann ist das Ganze fest. Ne?
Aber bei hier knapp 200 Euro, ne, Unterschied sollte das schon sein. Dann haben wir noch eine Besonderheit, ist hier, das Ganze innen drinne ist mit Schaumstoff ausgefüttert, finde ich auch ganz angenehm. Ja. Wenn ihr das Ganze im Kofferraum oder sowas habt, dann klappert das Ganze nicht. Es ist wirklich sehr, sehr sicher für den Transport. Und die Kunststoffverpackung ist ein bisschen hochwertiger, ne, als die von Goodyear und vom No Name Produkt. Von Goodyear und No Name Produkt sind, ich glaube, das ist eigentlich gleich. Fast das gleiche Fabrikat, ja, ne? Ja. Wahrscheinlich ein Massenprodukt. Und hier haben wir nochmal die Möglichkeit, ein Schloss anzusetzen. Allerdings ist das Kunststoff und ja gut, aber immerhin. Also genau. Hilft schon ein bisschen. Kann einfach so schnell nehmen, ja. Genau. Also ich muss sagen, der Stahlwille hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Aber damit haben wir ja auch jetzt vor ein paar Tagen gearbeitet gehabt. Thema Reifenwechsel. Wie gesagt, das Video haben wir ja euch oben verlinkt. Und da fand ich den wirklich sehr, sehr gut. Ne? Ich habe jetzt mit deinen noch nicht gearbeitet. Ich kenne halt nur noch mein No-Name-Produkt. Und das sind wirklich Welten. Ne? Wenn ich jetzt bei meinem Auto 130 Newton einstelle, was bedeutet das eigentlich? Du hast es letztens im Auto, hast es mir ganz grob erklärt gehabt. Ich glaube, wie hast du es gesagt gehabt? Auf einen Meter haben wir... Also auf einen Meter eine Hebelwirkung bei 1 Newton von 1 Kilogramm. Das heißt, wenn ich jetzt 130 Newton einstelle, übrigens, das Ganze findet ihr in meinem Bedienerhandbuch bei euch im Fahrzeug. Bei mir sind jetzt 130 Newton bei Alufelgen. Es gibt auch einen Unterschied zwischen Alufelgen und Stahlfelgen. Bei Stahlfelgen fällt das meistens höher aus, ne, weil Alufelgen leichter oder weicher sind, das Material. Und ich habe 130 Newton, das spricht, bei einem Meter habe ich 130 Kilo am Endpunkt sitzen. Und wenn die erreicht sind, dann knackt der Drehmomentschlüssel. Genau. Manche knacken zweimal, also der knackt einmal, der knackt? Zweimal. Der knackt zweimal und dieser knackt auch zweimal. Ich muss jetzt sagen, also für mich würde, glaube ich, der von Goodyear wirklich ausreichen. Aber da ich jetzt mit Stahlwille gearbeitet habe, ist das wirklich mein Favorit. Aber natürlich muss man sich überlegen, 280 Euro... Ob man die investiert, wahrscheinlich ist der Goodyear, da ist man genauso gut bestückt mit. Ne? Ich würde die investieren, ehrlich gesagt, wenn ich ganz oft Drehmomentschlüssel benötigen würde, weil ich dann ganz easy das hier einfach verstellen kann und auch nicht jedes Mal zurückschrauben muss. Also für einen klassischen Schrauber, ja, der nicht nur Reifen wechselt, sondern auch mal was anderes an Drehmoment anziehen möchte. Diesen hier für 20 Euro, also ich kann ihn nicht empfehlen. Nee, ich würde auch lieber... Der ist mir zu ungenau. Dann könnt, also bevor man das Ganze per Hand festzieht, ja, würde ich den nehmen. Aber ich würde euch den von Goodyear definitiv empfehlen. Ja. Also für mich Goodyear. Mittleres Preissegment, ja. Für dich auch wahrscheinlich, ne? Noch günstig eigentlich dafür. Ja, das war es soweit von unserem Drehmomentschlüsselvergleich. Ich hoffe, ihr konntet daraus so eine kleine Erfahrung ziehen, beziehungsweise wir konnten euch so ein bisschen helfen, euch die Entscheidung abzunehmen. Und falls ihr noch nicht Reifen gewechselt habt oder Räder, ich weiß nicht, warum sagt man nicht immer Reifen? Wenn ihr Räder noch nicht gewechselt habt, wie gesagt, schaut euch das Video an und da könnt ihr den Stahlwille im Einsatz sehen. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Tschüss.